Gott, wo schiebe ich mich überhaupt hin hier? Ganz rechts unten, würde ich sagen. So, upsi. Falsche Tastatur. So, dann könnte jetzt zwar das Ding hinter mir sehen, aber es ist schon okay. Ja, ich verstehe gar nicht, wieso die Maske hier drin ist eigentlich. Na, ist egal. Es ist eigentlich nur der Greenscreen. Ja. Jetzt ist er weg, jetzt können wir alles sehen. Ich könnte ihn einfach den. Ist okay, danke auf jeden Fall, Jonas. Danke. Gut. Was ist in den letzten zwei Folgen passiert? Hatte ein bisschen noch keine Zeit, sie zu gucken, aus Gründen. Ja, ich hab's gesehen. Du warst vorhin mit Sui wahrscheinlich am EU4 zocken. Das sind die Gründe. ja, was ist passiert? Ich hab das Logistiksystem gefixt. Weil ich nochmal genau nachgelesen habe in der Anleitung, wie das alles funktioniert. Das siehst du ja da in den Folgen. Also, ansonsten sind die Flotten eigentlich genau gleich. Wir haben die hier umzingelt. Und ja, das war's eigentlich. Wir sind jetzt tatsächlich dabei, auch hier. Wir hatten ja immer das Problem, zum Beispiel hier in diesem Gebiet, bei Mooncrest, dass hier nicht durchgekommen ist, so richtig. Ich meine, ich kann es ja auch nochmal jetzt. Ja, wobei, das ist dann wieder doppelt drin. Also auf jeden Fall ist es so, dass es gibt ja hier diese Trucks, die Truckpunkte, und es gibt ja das hier, diese Reichweite. Und das Wichtige ist eigentlich nicht diese Trucks, sondern diese Reichweite hier. Und das sieht man halt genau, wenn du hier links neben mir schaust, bei Truck Logistics, auf Road 10. Ja. Und das heißt, diese Logistik, wir haben 100, also 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So weit geht das maximal. Und in diesem Bereich sollte dann, naja, also theoretisch geht es auch so, dass hier 10 sind und dann nochmal 10 und dann kommt erst das nächste, die nächste Truckstation. Aber wir haben es jetzt ein bisschen übertrieben gemacht, wir haben es ein bisschen näher gemacht. Hier ist noch eine Supply Station, die ist noch jetzt auch extended um 23, also zwei Felder mit normalen Straßen. Also, ne, das, so funktioniert das, ja. So funktioniert das. So, jetzt habe ich hier auch diese ganzen Einschränkungen hier mal ausgemacht. Oder zum Großteil ausgemacht. Dass hier was durchgeht. Diese Straßen schon mal besser. Und da brauchst du nur 5 Logistikpunkte pro Feld. Und Rails sind da super gut, weil da brauchst du nur 2. Wir sind jetzt kurz davor eigentlich. Wir haben zwar massive Probleme momentan mit dem Metall. Aber du bist ja jetzt dann nächste Runde fertig. Fängst an zu produzieren. Genau. Hier oben, in dem Bereich, da hatten wir ja auch noch keine Stadt. Da habe ich jetzt hier Granger angefangen zu bauen. Granger wird auch eine Stadt. Und Granger wird sich dann hier in der Gegend um die Sachen kümmern, die Logistik hier. Es gibt ja auf jeden Fall. Ich meine, es gibt hier witzigerweise noch echt Zeug zu holen, ne? Auch wenn Soberwitz hier natürlich auch massiv reingeht, aber wir können hier auf jeden Fall noch Richtung Ripple Point vorstoßen. Und das ist auch Non-Aligned Forces alles. Ich müsste hier eigentlich jemanden hochschicken, damit das funktioniert gescheit. Das wäre so das Wesentliche. Ja. Genau, die Garnison hier ist angekommen. Was wir machen müssen, ist, was ich noch nicht gemacht habe. Race Formations. Ja, uns fehlen 2 HQs, die wir deformieren müssen. Jetzt haben wir momentan ja nicht genug hiervon. Von den Logistikpunkten, weil ich eingestellt habe, dass die Logistikpunkte im Moment, das habe ich wo eingestellt? Hier. Diese Seite hier, die war ja immer so ungefähr eingestellt, mehr oder weniger. Ich habe das jetzt auf 60% gestellt, dass die SHQs 60% der gesamten Logistikpunkte verwenden können, um Zeug zu den Einheiten zu bringen und so weiter. Yep, genau. Das zweite SHQ ist weg wieder. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass es hier sich das jetzt halbwegs einjinkst. Wir sehen hier schon, also 6000 Männer wurden jetzt schon geliefert, letzte Runde, zu unseren ganzen Formationen. Also das schon mal super. Also jetzt bauen wir nochmal hier die 4 Panzer, die fehlen. Wie gesagt, Metall ist momentan eher das Problem als alles andere. Ich könnte mir eine Metall natürlich auch kaufen, aber Metall ist halt momentan hier, es ist halt immer noch abartig teuer. Es lohnt sich überhaupt nicht.
Weil wir sind an den Mining Techniques ja dran beim Forschen. Also wir sollten bald hoffentlich mehr Metall rausbekommen. Jetzt bin ich aber hart am Überlegen, weil wir hätten hier natürlich auch nochmal Salvage. Weißt du was, komm, wir werden das aber mal hier... Na, wobei, nee. Oder? Ja, nein, vielleicht. Ja. Man weiß es nicht. So, und wir haben jetzt hier in Trial. Ja, das Problem hier ist natürlich, dass wir das... Ja, jetzt habe ich noch was vergessen. Das Wichtigste habe ich vergessen, pass auf. Wir haben ja die ganze Probleme mit Aufständen, ne? Jetzt sagte ich schon, dass wir da die besten Karten schon für gespielt haben, aber haben wir nicht. Denn wir haben noch diese Assassin-Karten hier. Ich weiß schon gar nicht mehr, woher die eigentlich kommen. Diese Crackdown on Rest-Karten. So, was ich damit einfach machen kann. Ich kann hier auf Sitzer gehen. Aye, aye, execute minus 80 on Rest, keine Nachteile. Wir eliminieren einfach die Leader. So. Hier drüben, Mooncrest. Zack, einmal. Zack, zweimal. Zack, dreimal. So. Und schon sind die Probleme hier drüben vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass die Karte so krass ist, dass es absolut keine Nachteile gibt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe es jetzt mal ausprobiert, habe gesehen, okay. Hätte es so einfach haben können. Die Slaver hier, wie ihr sehen könnt, die sind, sag ich mal, auf dem Rückzug. So sehr, dass wir sie hier vielleicht auch umzingeln können. Ja, sie werden jetzt natürlich hier uns umzingeln. Das ist etwas, was passieren wird. So, jetzt nehmen wir mal dich hier rüber. Bist du wirklich nur ein Einzelner? Du bist mehr als ein Einzelner, aber wir können dich trotzdem hier massiv angreifen. Das ist so eine Verschwendung. Vernichtet sie! Und zwar ordentlich! Gut. So, was ist mit dir hier? Nächster Angriff. Sehr schön. Jetzt, wo die ganzen Supplies, wo die ganze Logistik wieder funktioniert ordentlich, ist das alles weniger ein Problem. Schön. So. Jetzt haben wir hier noch einen Stack. Das ist der einzige, der halbwegs noch vernünftig ist. Kann ich noch switchen hier? Ja. Da hätte ich bombardieren sollen. Jetzt haben wir einen Punkt nur bekommen. Ja, und du bleibst da oben erstmal stehen, hätte ich gesagt. Ich kann dich auch noch da einstellen. Ach, dann drücken wir hier weiter vor, versuchen das alles einzunehmen. Das hier könnte man halt auch mal verbinden. Vielleicht finden wir auch noch mehr Metall. Ich habe ein paar Leute hier drüben hin verlegt. Denke ich jedes Mal, dass du nicht das bist, was du bist. Das sind halt so zwei Marauder, ne? Das sind die Leute aus dem Norden, die hier jetzt langsam ankommen. Und der Witz ist, warte mal, das ist die 2nd Infantry, komm mal hier vor. Der Witz ist ja, dass wir die Leute jetzt hier drin auch gar nicht mehr brauchen. Wir werden mit denen jetzt hier rüberlaufen. Die 7. Infanterie. Paar lassen wir noch drin, falls sonst was passiert. Ich werde mit euch jetzt kommt, ne? Oh nein. Nee. In Sitza gibt es einen kleinen Streik. Aber in Sitza haben wir genug Leute eigentlich drin. Wir können aber auch sagen, kein Problem. Ja. Können auch sagen, kein Problem. Dann Organisationsdecisions. Military Research Council lassen wir so. Model Design. So, da haben wir jetzt diese New Quad MG-Geschichten drin. So. Was brauchen wir dann noch? Ich würde sagen, momentan eigentlich gar nichts. Ich möchte natürlich irgendwann mal einen schweren Panzer, den man bauen kann, ohne dass er die gesamte Wirtschaft lahmlegt. Aber das ist, denke ich mal, eine Sache, die werden wir jetzt... die werden wir wohl vertagen. Und noch ein neues Artillerie-Modell machen.
Spitzer 3. Wir haben schon die größte Gun. Wir könnten was Kleineres bauen, aber macht das Sinn eigentlich nicht? Die Anti-Tank-Guns haben wir natürlich immer noch nicht. Also, ja. Mit Teilverlust die Geschichten ist immer noch nicht. So. Gut. Munition ist noch genug da. Hier haben wir die ganzen Moves gemacht. Okay, dann hier mal diese Seil hier. So. Ich habe ja hier näher gedrückt. Jetzt machen, was machen wir denn hier? Die sind ja immer noch relativ heftig unterwegs hier. Das sind halt Anti-Tanks. Eigentlich müssten wir die mit der Infanterie hier mal erledigen können, aber die sind irgendwie. Meine Güte. Das ist halt, obwohl wir die umzingelt haben, ne? Ist schon hart. Wenn wir greifen gerade eh nichts anderes an als die. Warte mal, dann schieß mal nur mit denen hier. Das sah schon gut aus. So ordentlich was eingeschlagen. Roger that. Ja. Könnten wir die jetzt hier endlich mal squashen, quasi? Squishen, squashen. 11 zu 1. Angriff. Gut, sind erledigt, perfekt. Ja, wie man unschwer erkennen kann, befindet sich der Feind hier weiterhin so halb auf dem Rückzug. So, beschießt den hier. Ja, viele Hits. Und halt wenig Recon hier in der Gegend. Sehr wenig Recon. So, du bist. Das sechste. Na, das achte Siege Infantry Battalion. Zu welcher Truppe gehörst du eigentlich? Und dann bist du unterm Supreme Commander. Ach ja, und hier die Battle Group, ne? Die haben wir jetzt auch noch schon. Die werden wir jetzt scrappen. Hier. Yeah. Weil es eh veraltete Sachen jetzt hier sind. Mass Scrap. So. Put your military. Mass Scrapping will scrap 2200 foot. Units of one Syria. Send soldiers to population. So. So. Hier. Scrap. So. Damit haben wir die Leute hier hinzugefügt zur Stadt. Das sind 1900 mehr. Also eigentlich gar kein Problem. Jetzt werden wir noch ein bisschen rumstehen, bis sich das völlig beruhigt hat. So, das ist das erste Infanterie. Das ist die mobile Geschichte. Den können wir hier unten anschließen, glaube ich. An die sechste Infanterie? Ja. Ist da nicht Charlie? Oh. Ein bisschen Platz. Da kannst du dich hinlegen, wenn du willst. Aber ich kann mit dir jetzt nicht spielen. Kaderchen? Ja. War ich nur so schwer. Mau, mau, mau. Kann ich steichen, wenn wir den Zug beenden, aber das ist noch nicht so weit. Also Unit Admin, wir werden dich an die. Nein. Sechste Assault Infantry? Muss es anders anschauen. Ja, genau, 6. Assault Infantry Brigade ist genau der richtige. Okay. Unit Admin. Change HQ. Ja. So, jetzt gehört er hier dazu. Das ist die eine Independent Mobile Infanterie, die ich hier da gebaut habe. Wir könnten ja theoretisch. Betonung auf theoretisch, weil wir kein Metall haben. Literally nur diese eine Metallmine momentan. Und die reicht halt im Moment hinten und vorne nicht aus. Ja, ihr seid immer noch hier.
Sie eben dafür zuständig sind, das Zeug hier einzunehmen. Hier auf dieser rechten Seite. Ach, Charlie. Ich muss ja unbedingt immer den Notebook als Kissen benutzen. Hier geht's hin. So. Genau, sobald du fertig bist, geht's uns schon mal etwas besser. Zwei Entscheidungen stehen noch an. Und du wirst einfach mal chillen. Oder haben wir von Speedrunners? Ja, ja, Gauss Rifles, genau. Die können nicht mal Dingens haben. Upgrade to Big Town. Und das ist Copper Peak. Ja, von mir aus, das kannst du mal auf Level 3 abziehen. Ausnahmsweise. So, wir können ja mal sehen, Copper Peak mäßig. Ich habe mir erstaunlich wenig Assets, wenn man ehrlich ist. Ja, wir haben eigentlich, ja, wir bräuchten noch ein bisschen Quality. Ich meine, es ist natürlich eine mehr Quality of Life hier, ne? Und, oh ja, wir könnten auf Sitzer die ganzen Militia-House-Geschichten mal spielen. Das arme Sitzer. Strategems. Zone. Oh, tatsächlich. Moment mal, Target. Hier. Aye, aye, Sir. Und nochmal. Aye, aye, Sir. Aye, aye, Sir. Das sind die guten. Charlie Smiles. Charlie, guck mal in den Chat. Du bist im Chat. Ja, das ist auch vor dir. So. Ja, also eigentlich müssen wir hier auch niemanden mehr stehen lassen. Oh, das sind die. Oh, das sind die Haubitzer, die brauche ich definitiv hier unten. Jetzt mal volles Risiko hier. Ihr alle kommt er dann hier unten hin. Ah, da ist ein neues Supreme HQ, hm? Ja? Commander des dritten Supreme HQ. Die haben damals übrigens sogar Krieg angedroht hier. Portofron. Aber noch ist alles in Ordnung. Vertraue ich jetzt dieser Seite hier? Ich meine, die Siege Infantry Jungs, die sollten wir auf jeden Fall eigentlich rausziehen. Das sind normale Infanteristen. Ist die vierte Assault. Komm hier raus. Das ist wieder Siege Infantry. Oder die erste, die hier drin steht. Die Black Hat Boys. Okay. Ich denke, wir können beenden. Ja, wir haben. Ja, wir sparen mal Industriepunkte. Wir werden knallhart hier diese Straße fertig bauen, über die Dinger. Ja, meine 6000 Punkte, was sinnvoll sind. 6000 hast du schon. Fassbar. Ja, sinnvoller als Charlie Smiley's wird's nicht, ne, Charlie? Deut. Servus, Kra. Abend. Alles gut bei dir? Au. Kämpft, er beißt. Alive, okay. Reicht ja in der Regel. Es passiert nicht viel, hä? Wir gehen schon uns hier unten versuchen rauszudrücken. Ich meine, wir haben die zweite Stadt jetzt fast umzingelt. Sag es deinem Königchen gut, denen geht's dir gut. Kann ich verstehen, ne, Charlie? Mir geht's auch gut, wenn es dir gut geht. Jo.
Der weiße Bär. Okay. Jetzt hat uns wieder hierher gebracht. Ja, so wird jetzt leicht krampfig für die Leute, die jetzt nur die YouTube-Sachen gewöhnt sind, dann auf YouTube, weil ich die zwischen den Zügen-Geschichten nicht rausschneide. Ja, es scheint uns ja echt aus dem Süden irgendwie so ein bisschen zingeln zu wollen, aber es wird ihm nicht gelingen. Immer Katze sein, oder wie das Buch von Sylvie ist, ja. Ah. Schon wieder selber, nur überall Öl und so. Ich frage mich, wie viele Truppen der hier oben noch hat. Ich werde irgendwie eine Infanterie aufstellen, die einfach da hochschicken, das alles erobern. Das sind nochmal hier Industriepunkte und hier diverse Strukturen, die er hat. Mal das Essen. So lieb ist eher, dass wir die Arbeiter nicht haben, um das alles zu besetzen hier. Sonst explodieren wir vor Essen, wenn das alles besetzt ist. Oh, 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 okay. Das sind die Slaver. Mit ihren komischen Verschiebungen jedes Mal. Man sollte ihnen mal erzählen, dass das ihrer Readiness nicht gut tut, wenn sie sowas machen. Oh, wir haben hier oben angegriffen, wow. Hm. Keine Flüsse gesehen auf unserer Seite. Ja, und das haben wir eliminiert, aber nichts verloren. Resource Depletion. Rare Metals Mining Facility ist vorbei, okay. Ja, und wir haben neue, die Speedrunners 2. Leichte Panzer Assault Armee. Gina Blackwood, Reserve Point Member, says, yes, I decided it is time to show my true colors. I have commenced a rebel operation in Bucrest. Was? Sie ist doch im Reserve Pool, Mann. Position Level 4 erreicht. Und Fatal Fusion Packs. Treasure Horde. Hm. Sandline Rangers. These expert rangers will help lead your troops to victory in the sandy terrain of the deserts. Gift could improve relations. Bonus. Das ist echt nicht wahr, ne? Hi. Schwester. Mit 15 Mann. Jetzt in der Rebellion gegen uns hier. Genau zur rechten Zeit, wo wir hier Truppen daneben haben. Besser hätte es ja gar nicht laufen können. Dann ziehen wir hier die lästigen Leute auch raus. So. Okay, das ist der dicke Stack hier. Ich schieß ihn mal. Ein paar Hits kamen rein. Ja, Readiness ist nicht vorhanden. Ja, sie haben sich halt. Eigentlich haben sie sich halt so verlegt, dass sie noch besser. Single können. Finde ich ja gut. So, hier. Die Metal Robot würde ich gerne mitnehmen. Hier sind schon wieder irgendwelche anderen. Okay. So, diese sah ich hier. Dann können wir von dort und von dort. Und von dort. 81 zu 1. Going in. Gut. Dann diesmal tatsächlich so wenige, wie das aussah. So. Hier, du. 68 zu 1. Das Gefühl, die Lasertypen machen alles. Okay. Zweite Infanterie hier dahinter, jetzt hier unten. Schaffen wir das noch mit einem drei Motorräder? Nein! Mission successful. Foot 2, irgendein veralteter Infanterist mit schlechter Panzerung. Okay. Ja, Service Production. Ja, vielleicht sind das ja sogar Sentinels, die hier rumrennen.
könnte sein. Wie viele Truppen wir hier gebunden haben in diesem völlig unwichtigen Kampf. Das ist jetzt in Mooncrest, ne? Assets. 0,7 Runden. Okay. So, der große Wurf. Nächste Runde können wir die Straße fertigstellen. Ich drehe durch. Dann haben wir endlich das Ding hier verbunden. Ja, eigentlich sind wir hier auch schon ziemlich weit draußen, aber das müsste eigentlich alles noch gehen. So, was machen wir denn mit euch hier oben? Naja, okay, hier ist auf jeden Fall irgendjemand. Jetzt im Weg, du kommst da hoch. Ich meine, er kann schlecht überall zur gleichen Zeit sein. Was hat seine Linie definitiv hier nach hinten verlegt? So. Er hat uns quasi die Stadt überlassen. Wenn man das. Ja, eigentlich schon. Jetzt haben wir die Typen hier im Süden. Hast du keine Versorgung? Du gehörst, Kasan Commander of Sixth Assault, ja. Fehlt tatsächlich Fuel. Uns fehlt allgemein Fuel. Das heißt, Fuel müssen wir auch noch ausbauen irgendwo. Okay, die südliche Metallfabrik dürfte ja jetzt langsam angehen. Ich hoffe nicht, dass wir das völlig gebroken haben hier mit dem Allüren im Süden. So, Granger ist auch fertig. Gut. Also Granger wird erstmal einen Gouverneur brauchen. So, Decisions. Meine Worker Strike in LeFou. Wir werden entgegenkommen natürlich. So, Secret Service Council Task. Bleib so. Ja, und Model Design ist weiterhin keine Ideen. Linksdruck der Zeige, scheiß Logistik. Ja, also da habe ich ja, da kommt auch Tutorial dazu. Also Logistik funktioniert eigentlich mittlerweile jetzt bei uns. Normalerweise. Du musst nur immer darauf achten, dass sich die Felder überlappen der verschiedenen Truckstations. Das ist eigentlich alles. Dann funktioniert es normalerweise immer. Ah, servus, Olbolb. Guten Abend, alles gut bei dir? Zahnus, Demons. Release of Spy. Paisanos, Paisanos, Paisanos. Unsere Best Friends. Roger that. Deswegen nimmt den Spion auch ohne Geld. Läuft? Wunderbar. Und der Charlie Spam. Ah ja. Leuchten irgendwas. Wenn ich euch überlege, wenn ich hier aus Omikron eine Bahnstrecke hier oben nach hoch hinbaue, ist das auch super gut. Haben wir jetzt genug Logistikpunkte übrig, um LeFou mit Arbeitern zu versorgen eigentlich? Nein. Eigentlich sind alle, fast alle versorgt. Wie viele Leute hängen noch im SHQ rum? Da ist man 2 von 88. Ich meine, das könnte auch immer noch der Nachklang sein von dem großen Mangel, den wir vorhin hatten. Also in den letzten paar. So, machen wir es mal so, dass überall doppelt Leute dastehen, da haben wir nochmal so halt hier runter. Genau, und ihr kommt entsprechend hier hin. So. Okay, ihr kommt hier vor. Kommt da vor.
Oh, Raketenwerfer kommen hier hin, von da aus kann er ziemlich alles beschießen da in der Gegend, was super ist. Rayleigh struck it and dennoch nicht genug. Ja, ja, ja. Also, ich bin mir auch nicht sicher, ob das, also, dieser Safe ist ja schon wieder auf der 1.1er Version jetzt schon oder 1.0er. Mittlerweile ist ja die 1.3er, also ist halt fraglich, ob da nicht, wenn man in der Stadt, dass das nicht alles gescheit funktioniert. Was ich meine. Soll das Team eigentlich nur auf Twitch übertragen? Noch nicht ganz, worum es hier geht. Also der Twitch wird nur auf Stream übertragen, weil man als Twitch-Affiliate nicht woanders streamen darf. Gleichzeitig. Deswegen. Steht im Vertrag, ja. Deswegen ist die Wahl da leider etwas eng. Und dass andere den Vertrag ignorieren, ist kein Argument, versteht sich. Nee, nee, musst du ja auch nicht wissen, wenn du es nicht selber streamst oder so. Kein Schaden. Ach, schade. Ich hätte gehofft, dass wir sie wenigstens hier sehen als Anführerin. China Blackford. So froh sind, dass Boba Tricolord nicht hier ist, sonst würde der sie hier bis nach Sitzer Packs zurückkicken. Wieder in Subordination. So, ich überlege gerade, wirklich, ob wir das machen sollen. Also es wäre schon, weil ich meine, im Moment haben wir halt so und so. Ich könnte zumindest anfangen hier. Ich meine, mit der Dirt Road kommen wir auf jeden Fall schon hin. 340. Ich meine, wie sind das denn hier an? Wie viele Felder sind das? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wobei, warte mal, wie ist das in Wäldern? 40. Aber Wälder mit Straße sind wie viel? Wälder mit Straße sind auch 10. Nee, das ist Savannah. Doch Wälder mit Straße. Hier? Ja. Genau. Ganze Strategiespiele der letzten Monate. Um nicht zu sagen, der letzten Jahre. Ich sage ja, wenn jetzt noch Distance Worlds 2 dann rauskommt, dann bin ich echt glücklich. Da habe ich ein 4X, ein geiles, hoffentlich ein 4 geiles 4X-Spiel. Wirst du Total War Troy zocken? Ja, auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall auch von CA bekommen. Vielleicht eine Woche früher oder so, als es rauskommt oder so, dann kann ich da einiges zeigen. Bestimmt. Wenn ich jetzt das wieder einsetze, ich meine, das Ding ist halt, wir könnten auch gleich eine richtige Straße hochbauen und keine so eine komische Straße. Dann wäre das sehr viel effizienter. Oder wir bauen direkt die verdammten Schienen hoch. Und ich gucke gerade auch noch, wo wir, also da ist natürlich nochmal Metall. Also sobald sich Mooncrest jetzt mal einbekommt, hoffentlich demnächst. In die An... 94. Ja, das passt jetzt hier alles wunderbar, perfekt. So, Mooncrest, zweiter Runden, dann sind wir hier auf jeden Fall golden. Ja, perfekt. Ja, ich weiß, dass es umsonst ist am ersten Tag, ja. Super Aktion von CA. Da hauen sie quasi das gesamte wirtschaftliche Risiko, was sie mit dem Titel eingehen, haben sie wieder reingeholt. Das ist das Schöne daran. Und ihr kriegt ein Spiel umsonst und ich auch. Ja. Ja, komm, wir. Was soll's? Komm, wir ballern die hier einfach mal. Ach du Scheiße. Okay, das war effektiv. Ey, diese Raketendinger. Sehr nice. So, mehr angreifen können wir gar nicht so wirklich. Munition. Der Munitionsverbrauch ist echt massiv. Soll man sagen. Da Metall immer noch Problem darstellt.
Wer kriege ich noch 111? Ja, habe ich plus zwei Maschinen. Ja, muss ich nicht verstehen, schätze ich. Yes, sir. So, jetzt haben wir es auch produziert. Okay. Dann auf und davon, nächster Zug. Das stört mich. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr mich dieses Ding hier stört. Aber da jetzt jemanden hinschicken, nur deswegen ist auch irgendwie fraglich. Okay, go. Ja, ich bin auf Troja, bin ich ja. Ach ja, also ich hätte ja bei Total War Troy hätte ich es besser gefunden, wenn es wirklich mythologisch gemacht hätte, so wie bei Age of Mythology oder so. Jetzt ist es halt so die Zahl bis nichts Ganzes und kaum taktische Möglichkeiten so richtig. Klar, es gibt Infanterie, die so schnell ist wie Kavallerie, aber irgendwie ist es nicht dasselbe. Es wird dann am Ende darauf hinauslaufen, dass es halt aussieht wie ein Blob Infanterie gegeneinander kämpft. Weiß nicht, ob das so geil ist. Ich bin halt vor allem gespannt auf die Kampagnenmechaniken, weil die, da soll es ja auch verschiedene Ressourcen geben und so mit Holz und Eisen und so. Also, und noch mehr Tiefe auf der Kampagnenkarte ist natürlich immer gut. Ich bin tatsächlich jemand, der auch die Kampagnenspielart ja auch sehr mag bei Total War Spielen. Und das ja von Three Kingdoms quasi schon sich weitergedacht wurde auf der Kampagnenkarte. Ne? Das haben jetzt große Hoffnungen dann für Warhammer 3, dass dann die Kampagnenkarte noch tiefer wird, wobei sie das wahrscheinlich relativ einfach lassen werden, denke ich. Aber dann irgendwann für Medieval 3. Ne? Und sie dann da alles reinpacken, alle guten Mechaniken, dann wird das Spiel des Jahrhunderts. Gut. Oh, bist du auch gespannt? Mhm. Ich auch. Das kannst du mir glauben. Das wird ja dann der große Clash, ja. Und dann wird. Ich frage mich halt, wie sie Chaos machen, weil ja. Mal so, das Chaos kam ja nur per DLC da, weil alle Chaos haben wollten, ja. Und es eigentlich halt mehr Sinn macht, Chaos erst im letzten Spiel zu bringen. Wenn es auch jetzt in der Trilogie ist, weil ja. Wie alle wissen. Ja, die alte Welt untergeht, eigentlich. Tun wir auf eigentlich. Ist ja immer noch Sandbox, also wir können es immer noch retten. LOL. Was? Da war einer drin, in diesem einen Feld? Muss ja völlig am Verhungern gewesen sein. Oder ist es so eine kleine Einheit, nur mit so Galactic Republic Infanteristen oder sowas? Jo, John. Wer ist hier da, liegt das Tier? Ja, tut mir leid, ich kann dich zwischen den Zügen hier nicht schlafen lassen. Normalerweise schneide ich die ja raus, aber ich muss mich irgendwie beschäftigen. Es wird eine große Kampagnenkarte geben. Meinst du, also wenn man es bei Warhammer 3 oder bei Troy? Also Warhammer 3 dürfte sich ja wahrscheinlich auch um die Ogerkönigreiche. Also ich. Es wäre halt auch. Nee, also ich denke, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie. Also sie müssten ja. Ich meine, so Caffey und so, die ganzen Reiche, die weiter im Osten liegen, sowas müssen sie ja dann reinbringen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Karte viel größer werden muss bei Warhammer. Vielleicht noch ein bisschen in den Osten, dass die Oberkönigreiche mit drin sind. Ansonsten wäre ich da eigentlich schon völlig zufrieden. Weil alles, was weiter nach Osten geht, ist halt ja wenig, also mich persönlich überhaupt nicht, und es gibt auch wenig, sehr, sehr wenig Lore darüber, also nicht viel zumindest. Ich frage, was sie da machen würden. Also Oger würde ich noch gut finden, ja. Eher, sie sollten eher in die Tiefe gehen, weißt du, mit den Mechaniken. Gar nicht mal so sehr auf größere Karte oder so. So. War eine gute Runde für uns, habt ihr gesehen?
LFU wird unser neuer Ressourcen-Hub werden, wa? Ah, cool, wir haben es geschafft. Nebenher. Oh, endlich die Efficiency Goals. Und Open Politics auch. Okay. Got a new Metal Machina Squad MG. Jawoll, ja. Irgendwie RPG Infantry Armee. Leader Efficiency Drive und Recon in Force. Wir von diesen Karten, so gut. Low Leader Rebellion, Russian with Reserve Group Member. Portia Roverline ist Rot 20, ja, ja. Is Salary? Portia Riverline ist. Och Mann. Kannst du dich nicht einfach mal. Du bist 67, es ist doch gut jetzt, ja? Ich musste mal die Leute austauschen. Das muss doch mal klar sein, meine Güte. Mal hier auf Management. So, Leader. Wo ist Portia? Strategium. Zero Retirement. Und die 62. Was, eine 1D20? Was? Wieso? Silver Retirement? Warte mal. Hat das jetzt trotzdem geklappt? Nee. Strategium. Ich sehe auch keine Anzeige, was er... 5D20. Okay, das ist zumindest machbar. 5D20er sind halt auch. Yes, sir. Bist du retired? Was ist denn klar? Oh mein Gott, verschwinde doch einfach. Du dumme Frau. Ich will dich loswerden. Hier, yes, 34. Sir. Na also, verschwinde. Verpiss dich, Entschuldigung, aber... Oh, meine Güte. Endlich sind wir die Alte los. Sagt die, dass die wenigstens diese Truppe hier anführt, ja? Diese Rebellion, aber nein, nein. Natürlich nicht. Bombardier diese Typen hier. Wir haben 1000 ausgegeben. Wir haben ihnen eine Abfindung von 1000 gezahlt. Yes, dieser blöden Nuss, die sogar eine verdammte Rebellion hier entfacht hat. Weil sie unzufrieden war. Das ist echt, ne? Okay. Gehe ich jetzt hier all in? Sieht fast so aus, wa? 3, konzentrischer Angriff, 33. Meine normale Truppe mit hier. Gut. Panzer schaffen es natürlich alle, sich zurückzuziehen. Genau hier. Switch mal. Machen wir hier ein schönes Bombardement vorne erstmal rein. Nervt schon, wenn sie so klammern. Ja. So. Töte sie. Gut. Mission successful. Ja, es geht langsam voran hier. Wissen wir noch nicht, wer das ist da hinten. Ja, was echt ein Problem ist, ist Recon. Also, da müsste ich in Zukunft auch
Das soll ich mal echt verstärken. Okay. Okay. Also, verstärkt ausbauen mit Zusatzkompanien, wollte ich sagen. So, ihr hier unten. Ist halt außerhalb der Reichweite natürlich mal wieder. Wir hätten hier die potenzielle Nix-Termine. Hier ist auch noch Scavenge. Ja, müssen wir sehen, wie wir das machen. Alle müssen wir hier mal die Straße mal etwas verlängern. So. Durch Weira durch. Und jetzt hier. Nee, falsche Straße. Ich brauche die gute Straße. Die gute Straße. Sealed Road. Oh. Geschafft. Aller Widrigkeiten zum Trotz, ja. Also jetzt beginnen wir mit der umständlichen Rail-Konstruktion über oben war. Ja, du bist auch finished. Okay, also pass auf. Dann beginnen wir hier. Wir haben ein bisschen Metall. Construct Resonant Rail. 30 Metall tut halt echt weh, ne? Und hier müssen wir müssen erstmal durch verdammte Sümpfe durch, ja? Ist das echt der schnellste Weg? Mein Gott. Das Spiel will mich echt umbringen, ne? Egal, wo wir das hinführen, ne? Es wird nicht besser. Okay, wir machen erstmal die Easy-Going-Sachen. So, hier. Rail. Go, go, go. So, das können wir nächste Runde fertig machen. Es fehlt tatsächlich IP. Ich hätte gesagt, dass uns das Metall schneller ausgeht. Okay. Was sagt denn der Norden? Der hohe Norden? Wo wir ja diesen einen Typ hier erledigen müssen. Ich wüsste gerne, wer das ist. Eigentlich würde ich hier echt gerne einfach Zeug weiter erobern, weil das alles unaligned ist. Fange ich jetzt wirklich an hier? Ich könnte hier auch direkt eine Station noch bauen. Bist du nah genug dran, um kolonisiert zu werden? Eigentlich. Habe ich da jetzt vielleicht genug für? Ha! Haben wir es endlich geschafft, den Großteil rauszuhauen. Halt, das nicht, sondern Replace Troops. Fast. Ein paar sind auf ominöse Weise immer noch im Limbus gefangen. Aber die meisten Leute sind tatsächlich angekommen. Und davon in der Sealed Road Field 1000 Punkte ausgibt's, weißt du Bescheid? Ja, ja, ist halt echt diese Seihe hier, ne? Wir hätten ja, zugegebenermaßen, wir hätten die Straße ja niemals so gebaut, aber die war ja schon vorher gebaut. Die war ja tatsächlich ja vorher da. Mir ist noch nie aufgefallen, dass ich, wenn ich hier nach Osten gegangen wäre, welche einfach über Planes in der Straße hätten bauen können, ne? Ja, ist ja angenommen, dass das hier auch Berge sind. Ah, servus Gaius. Jetzt sollen wir versuchen, mir Munster zu holen. Und Irland so schnell wie möglich, was die Engländer tun. Mach dir mal um die Engländer keine Sorgen. Ich will ja nichts spoilern. Aber die Partie wird noch, EU4-Partie ist noch sehr interessant. Hier hätten wir Aufsplit, aber hier ist das auch ziemlich weit weg hier. Das hier, oh Gott. Und das gehört alles zu Omikron noch? Ja. Okay. Was machen wir jetzt mit diesem ominösen Typ hier? Wie ich halt den Recon... Ja, es ist tatsächlich so eine Galactic. Der hat die bestimmt hier gefunden. Kann mir doch keiner erzählen. Ja gut, Cancel und Switch. Bei dir die mal. Der alte Bamberger. Ja. So. Ja,
Er ist ganz lieb. Ja. Erstmal putzen, oder würde ich gestreichelt haben. Kato ist echt der Beste. So. Ja, das heißt, wir begradigen die Linie hier mal. Puh, hier scheint es mir alleine auf sehr weiter Flur zu stehen. 26, 40. 40, warte mal, du bist... Oversaturation, ne? Ja, ja. Dann werden wir mit dir hier. Genau. Erstmal Artillerie rein. Ich mag gestern die Stelle dieses Spiels mir dann doch etwas zu strategisch. Es gibt kein besseres da draußen. Einfach nur so gut. So, konzentrische Angriff. Es ist halt teils Wargame, das stimmt schon. Da hat es auch seine Wurzeln. Aber ich muss ja ehrlich sagen, bei mir ist es ja so, mir fehlt ja diese richtige Komponente immer in jedem 4X-Spiel. Das ist immer das, was mir fehlt. Dass ich die Sachen selber steuern kann, dass nicht alles abstrakt ist oder so. Deswegen finde ich das hier eigentlich so geil. Okay, so, dann rücken wir weiter vor. Okay. Ja, und jetzt... Der Raketenbeschuss auf die Stadt, hä? Das würde ich doch niemals machen. Ja, also wir müssen mal auch sagen, ich habe ja sogar ein Tutorial dazu gemacht und das hat ja auch Tutorials dazu gemacht. Aber ihr wisst, ich weiß ja, dass Gaius Englisch jetzt eher nicht bevorzugt. Ah, oh, wir haben schon mal zu wenig Sprit überall. Und zu wenig Sprit. Wir haben zu wenig Sprit. Okay. Du gehörst tatsächlich mit. Du bist aber die einzige Sache, die wir noch haben in Le Fou selbst. Ich bin mir ja echt nicht sicher, ne? Aber ich hatte das blöde Gefühl, dass dadurch, dass dieses zweite SHQ uns hier alles gebroken hat, weil unsere Einnahmen 176 aus den Zonen und allein schon hier kriegen wir 882 raus und hier 469. Also ich weiß nicht. Irgendwas läuft da schief. Sehr gut. Ja, Geist, das hast du ja immer wieder energisch bekräftigt, ja. Oh, shit. Shit, wie ist denn das jetzt passiert? Strom. Ist a thing. Ach ja, die hydrophonischen Farmen, die sind jetzt natürlich ein bisschen... Oh, ich habe es erst jetzt geschafft, die Industrie 3 fertig zu bekommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, Construct. Energy. Solar Panel Field. 2. 125, 2 Runden lang. Das reicht nicht wirklich. Aber es wird schon okay sein. So. Ich hätte draußen auch nochmal eins. Energy. Solar Panel Field. So. Maschinen ist genug da. Wir haben seltene Erden, haben auch genug da. Das steckt mich auch ab. Och, Mensch, Leute. Wir leben nicht mehr im 18. Jahrhundert. Da kann man schon mal eine Fremdsprache erkennen.